Willkommen zurück. Schaut mal, ihr Lieben, ich habe extra für euch unsere Petersilie Petroselinum crispum blühen lassen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, worüber es in diesem Video geht. Die Petersilie ist zweijährig. Das bedeutet, dass sie im ersten Jahr ihre wertvollen Blätter bildet, welche bedenkenlos das ganze Jahr über geerntet werden können, und im zweiten Jahr stirbt die Pflanze sozusagen nach dem Sommer ab und bildet ihre Doldenblüten. Während dieser Blütenbildung steigt in der Pflanze der sogenannte Apiolgehalt. Apiol ist ein Giftstoff, welcher negativ auf eure Blase, euren Darm, eure Leber und eure Niere wirken kann. Außerdem kommt es zu starken allergischen Reaktionen. Bei Schwangeren kann es sogar zu vorzeitigen Wehen führen. Also bitte auf gar keinen Fall verzehren. Übrigens ist die Petersilie aufgrund ihrer giftigen Blüte zur Giftpflanze des Jahres 2023 gewählt worden. Ihr habt zwei Optionen. Entweder lasst ihr die Petersilie in Ruhe ihren Samen bilden, trocknet sie und sät sie im Folgejahr wieder aus, oder aber ihr entsorgt die gesamte Pflanze auf dem Kompost. Bye bye, wunderbare Petersilie.